HDT-Prozesslüftungen für Lebensmittelmühlen. Wechseln Sie auch bei Ihrem System von Rot auf Grün. Denken Sie an Nachhaltigkeit. Die Planung einer Mühlenbelüftung. Alle Details müssen berücksichtigt werden. Notwendige Stahlkonstruktionen werden bis ins Detail vorgeplant und vorgezeichnet. Ein erster Blick in die Praxis zeigt uns die linke und die rechte Wärmetauscherhälfte auf dem Dach der Mühle. Im oberen Bereich sehen wir die Ansaugöffnungen für die Frischluft auf der linken und rechten Seite. Unter den Wärmetauschermodulen befindet sich die Abluftkammer, die gleichzeitig als Kondensatwanne dient und das Kondenswasser auf das Dach ableitet. Die rechte Seite der Abluftzuführung ist hier im Bild erkennbar. Im oberen Bereich der Tauscher befinden sich die Hauptwäschen und die Abluftaustritte. Die angewärmte Zuluft wird über diesen Kanal von den Zuluftventilatoren angesaugt und in den Korridor gedrückt und bei Bedarf befeuchtet bzw. gekühlt. Hier noch eine andere Perspektive mit Blick auf die Abluftführung, dem Wärmetauscher mit den Austrittsbereichen, dem Rückführungskanal mit der angewärmten Zuluft zum Ventilatorraum und der Ventilatorkammer mit den Zuluftventilatoren und den Filtern. Ein Blick in die Ventilatorkammern mit 4 1,25 Meter Ventilatoren. Wir gucken jetzt auf die Filter. Hinter den Filtern befinden sich im Prinzip die 4 Zuluftventilatoren. Hier vorne haben wir die Revisionsklappen jeweils angebracht, um an die Befeuchtungszylinder zu kommen. Optimal zugänglich zu Wartungszwecken. Die Luft wird jetzt von hier in den Korridor der Mühle geschickt und hier geht es dann etwa 30 Meter, 35 Meter nach unten. Zurzeit steht die Mühle wegen Reparaturarbeiten, darum ist die Lüftung jetzt auch nicht im Betrieb. Für uns ein Vorteil, es ist jetzt hier nicht ganz so laut. Hier nochmal ein Blick über die Revisionsklappe auf die Verteiler der Hochdruckkühlung im Ventilatorschacht und dann nochmal direkt runter auf den ersten Shutter, der jetzt eine Etage tiefer ist, und auf den Korridor mit den Folgeschattern rechts im Bild zu erkennen für alle Ebenen der Mühle. Hier ein Blick in eine andere Mühle mit aktiver adiabatischer Kühlung. Neben dem Kühleffekt ergibt sich auch die Möglichkeit, die Luftfeuchte im Mühlenprozess anzupassen. So, Revisionsklappe der Ventilatorkammer ist wieder geschlossen. Wir gehen da mal einmal drumherum. Hier ist auch die Unterkonstruktion zu erkennen. Hier sieht man nochmal die gesamte Größe der Ventilatorkammer, die im Prinzip als Einheit hier oben drauf steht. Das Ganze ist UV-fest, GFK-Material, wasserfest, dauerhaft, Edelstahlmaterialien kann man hier deutlich sehen. Einfache Riegel, die ohne Werkzeug geöffnet werden können und die Revisionsklappen dann freigeben. Hier, wie gesagt, die Bypassklappen für den Sommerbetrieb, jetzt natürlich geschlossen. Hier die Revisionsöffnung vor die Filter, da gucken wir auch noch mal kurz rein. So, Revisionsklappe geöffnet. Dauert circa 3 Sekunden. Und hier nochmal auf der anderen Seite vor den Taschenfiltern. Die Taschenfilter lassen sich leicht rausnehmen, sind gestützt, dass sie nicht zusammenfallen. Hier sehen wir nochmal die Regelklappen und Blick in den Zuführungskanal für die vorgewärmte Luft, die aus dem Wärmetauscher zurückkommt und in den Mühlenprozess zurückgeführt wird. Ja, es geht wirklich so schnell. Einfach die Riegel vor. Jetzt vernünftige Griffe, Klappe reingesetzt.
Schon ist das Ganze wieder geschlossen. Die Bypassklappen sind natürlich hier mit Dichtleisten ausgestattet, um sicherzustellen, dass möglichst wenig Beiluft gezogen wird, dass er in jedem Falle die Luft über den Kanal aus den Wärmetauschern zieht. Alle Kanäle sind letztendlich mit Revisionsklappen versehen, damit man jederzeit mal ran kann und gucken kann, sich den Verschmutzungsgrad angucken kann. Hier sehen wir zum Beispiel zwei Abluftpunkte und sehen, wie der Kanal weitergeht. Hier sieht man schon, ein bisschen Schmutz liegt schon drin. Die Mühle läuft jetzt schon eine Weile. Da sammelt sich mit den Jahren natürlich mehr, deswegen muss es zugänglich sein, um vernünftig gereinigt werden zu können. Das war ein Prozess in der Mühle. So, wir gehen jetzt einmal komplett drumherum. Hier sieht man auch die Anschlüsse aus den einzelnen Mühlenbereichen, die hier eingedichtet in den Kanal führen. Die Unterkonstruktion, den Blitzableiter. Hier kommen weitere Abluftpunkte hinzu. Der Kanal geht komplett rum. Wir schauen dann nochmal drunter. Sehen auch den Abstand, sehen hier wieder einen Abluftpunkt, sehen da einen Abluftpunkt. Das Ganze ist dann weitergeführt und endet dann letztendlich an den Tauschern. Das heißt, der Kanal kommt von der anderen Seite auch nochmal. Das heißt, da ist auch nochmal ein Abluftpunkt. Und hier haben wir die Tauschereinheit. Es ist jetzt gerade ein bisschen nebelig hier oben auf dem Dach. Leider werden die Aufnahmen schöner, aber da müssen wir dann im Moment leben. Und da sehen wir auch noch mal einen Abluftpunkt. Deswegen ist der Kanal auch fortgeführt. Und hat in der Mitte auch noch mal eine Revisionsklappe. Auch wieder, um zu Reinigungszwecken vernünftig reinzukommen. Und hier sehen wir die erste Tauschergruppe. Und da sehen wir die zweite Tauschergruppe. Gesamtanlage noch mal von der anderen Seite. Ja, was fehlt hier oben wohl? Das verstehe ich ja zum Beispiel nicht, was da wohl fehlt. Ja, hier sind wir noch mal auf der anderen Seite. Wir sehen das Ganze noch mal von dieser Perspektive. Hier beginnt jetzt der Rückführungskanal der Zuluft. Hier wird die Luft angesogen, geht rüber, geht in diesen Querkanal und endet am Ende in der Ventilatorkammer, wo wir eben schon mal reingeschaut haben. Ja, was fehlte? Natürlich der HDT-Aufkleber, der hätte auf der Seite auch drauf müssen. Hier sehen wir einmal eine Revisionsklappe in die Tauscherkammer, also in die Abluftkammer vorm Tauscher. Hier sehen wir eine Bypassklappe. Diese Bypassklappe ist eigentlich so eingestellt, dass sie jetzt geschlossen ist. Wenn jetzt aus irgendeinem Grund elektrisch irgendwas versagt und die Ventilatoren Überdruck bringen, der nicht weg kann, dann kann diese Bypassklappe sich öffnen. Geht relativ schwer, ist auch eigentlich immer geschlossen. Das ist eine reine Sicherheitsfunktion, damit nichts an den Bauteilen zerstört wird. Die ist pendelnd gelagert. Das Gewicht sorgt dafür, dass sie geschlossen ist. Und hier sehen wir auch die Verbindung zwischen den beiden Tauscherkammern. Und auch drüben eine Revisionsklappe. So, jetzt gucken wir mal in den Tauscher und da sehen wir schon, hier ist schon Schmodder angekommen. Das ist im Prinzip nichts anderes wie Mehlstaub. Deswegen ist der Tauscher hier unten auch begehbar. Kann ich da super rein zum Sauber machen. In der Mitte ist der Ablauf. So, hier sind die Tauschereintritte. Wir müssen gleich nochmal kontrollieren, ob die Wäsche schon läuft. Letztes Mal war noch kein Wasser drauf. Das ist natürlich jetzt wichtig, weil durch das Waschwasser wird das natürlich auch besser weggespült. Das heißt, Schmutz läuft dann besser zum Ablauf und der Ablauf sorgt dafür, dass es abtransportiert wird. Hier unten ist die Vorwaschlanze. Oben drin ist natürlich eine drehbare Hauptwaschlanze, die eben dafür sorgt,
dass die Tauscher sauber bleiben. Und wenn wir jetzt nach oben gucken, ich weiß nicht, ob es mir gelingt, ja, man kann es sehen, man kann hier in der Mitte im Bild kann man durch die Tauscher gucken, man sieht, dass von oben ein Lichteinfall ist. Und damit ist auch zu sehen, dass die Tauscher sauber sind. Ich versuche das nochmal darzustellen. Jetzt sehen wir das ziemlich genau an der Stelle. Können wir quasi durch die Röhrenstruktur gucken, weil ich jetzt hier genau den Winkel habe. Wenn ich jetzt ein bisschen rüber gehe, dann sehen wir, es ist da jetzt an der Stelle. Das heißt, der Tauscher ist auch sauber, wie sich das gehört. So soll es sein. So, hier stehen wir nochmal auf der anderen Seite. Sehen hier links und rechts die beiden Tauscherhauptmodule, die beiden Ansaugbereiche, der linken Tauscherseite, der rechten Tauscherseite. Zuluft geht hier durch. Abluftkammer ist jetzt hier geöffnet mit Revisionsklappe und mündet dann in diesen Zuluftrückführungskanal, der letztendlich wiederum in der Ventilatorkammer mündet. So, jetzt stehen wir noch mal ein bisschen weiter hinten. Jetzt sehen wir das Gesamtsystem noch mal. Im Prinzip haben wir hier die Abluftseite. Wie bereits beschrieben, die Abluftseite führt in die beiden Tauscher. Abluft geht nach oben durch, geht durch die Tauscher. Für den Hochsommer ist dort auch noch eine Bypassklappe. Das heißt, wenn wir extreme Luftraten fahren, können wir immer noch einen Bypass fahren, um Druckverluste zu minimieren. Einfach um Elektroenergie zu sparen. Dann wird die rückgewonnene Wärme hier zurückgeleitet. Luft geht durch den Querkanal und mündet hinten in der hier etwas zu erkennen, etwas höheren Ventilatorkammer, wo auch die Filterwand montiert ist, die wir eben gesehen haben. Gesamtsystem, Prozesslüftung, Mühle, Aufdachmontage. Bei der Baugmühle in Rosche. Kommen wir nun zur zweiten Mühle. Eine Mühle mit der Montage der Lüftungszentrale auf Bodenebene. Die Abluft wird von oben zur Mühle geführt, die Zuluft wird nach oben in die Mühle geleitet. In diesem Falle wurde die vorhandene Mühle um einige Stockwerke erhöht und wir mussten die Zuluftkanäle bis zu 50 Meter an der Fassade nach oben führen. Einzelne Kanalsegmente wurden dazu bei uns in der Fertigung vorgefertigt. Die Anlage in der Praxis nach 4 Monate Betriebszeit. Die isolierten Zu- und Abluftkanäle verlaufen an der Fassade entlang. Ein Blick in den Filterraum vor den Ventilatoren. Es ist deutlich zu sehen, wie sich nach wenigen Monaten bereits sehr viel Dreck und Schmutz im Filter angesammelt hat. Wir verlassen wieder den Filterraum. Und sehen hier den Abluftkanal mit dem Kondensatbereich, hier die Zuluftrückführung und hier die Ansaugung der kalten Frischluft. Hier ein Blick in den Ventilatorraum hinter den Filtern. Der Weg der angewärmten Zuluft in die Mühle. Der Weg der Abluft aus der Mühle. Die obligatorische Überdruckklappe, mechanisch, sorgt für Sicherheit bei elektrischem Ausfall. Hier mit einer Digitalanzeige.
Der hohe Kondensatanfall unterhalb der Wärmetauscher zeigt deutlich die hohe Leistung des Tauschers an. In diesem Fall traf 10 Grad Zuluft auf 40 Grad Abluft aus der Mühle. Das wiederum führte zu einer Erwärmung der Zuluft auf über 20 Grad. Die dreidimensionale Darstellung auf unsere Steuerung mit Touchbildschirm erleichtert den Technikern die Bedienung der Anlage. Viele Parameter im Service-Menü lassen sich individuell an die jeweilige Anforderung der Mühle anpassen. Gehen Sie mit der Zeit. Vertrauen Sie auch bei Ihrer Mühle auf ein HDT-Prozesslüftungssystem. Keiner lüftet so viel Kubikmeter so effizient wie wir. Fragen Sie uns. Auch in der Nachrüstung. Wir beraten Sie gerne.